Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Landwirtschaft auf der Kanadin Map. Moment. Ich bin hier gerade auf Feld 5 unterwegs. Sehe Weizen ein. Wieder mit dem Axion 69. Mit der Horstrille. 12 Meter, weil wir 36 Meter Spritze haben, sprich. Bei drei Bahnen in der Mitte die Fahrgasse hier wie nebenan. Achso, wartet mal. Machen wir das mit an, dann hören wir wenigstens immer, wenn die Drille oben ist. Und machen gleich mit Dünger. Doch, dann haben wir nämlich gleich eine Düngestufe mehr. Also ein Arbeitsgang, eine Dünge und eine und eingesät. Ist ja so das Gute an der Horsch. Dann ist oben noch Feld 11 und 7 übrig. 11 kommt ja, machen wir Gerste drauf. Und auf 7 machen wir dann die Sonnenblumen. Ich habe jetzt gar nicht in diese Pflanztabelle da mal geguckt, ob das überhaupt gut ist, was ich hier mache. So. Hülsenfrüchte. Warte mal, was war das? Nein, das ist immer drin. Und mal hier. Ach so, da war ja vorher Soja drauf. Und jetzt wollten haben wir. Raps wäre besser gewesen. Sonnenblumen. Aber naja. Weizen. Ja. Nicht ganz so optimal. Oder muss ich von oben ist aktuell, warte mal. Oder müsste man das andersrum machen? Weil er zeigt ja immer. Müssen wir bei dem anderen gucken, ob wir da wirklich Gerst drauf machen. Aber immer so über oder mit 1, Faktor 1 glaube ich immer machen, ist bestimmt schwierig. Aber jetzt haben wir auch das Gepieper an. Wenn wir das hoch machen. Spur rein. Jetzt sind wir noch mal zurück. GPS. So. Dann haben wir unsere Felder bald fertig. Genau, Feld 9 kaufen wir noch, dass wir für den Winter ein bisschen Forst machen. Ja,
gut, die BGA könnten wir jetzt nachher nochmal später in der nächsten Folge sagen. Wir machen vielleicht die BGA. Nee, warte mal, ich bin hier oben. Ich glaube, dann werden wir da oben schnell zu einem anderen Feld fahren. Aber jetzt wieder zum Hof und wieder zurückfahren wir ja dem nicht. Genau, dann werden wir nämlich auch nachher. Die Einzelkorndrille mieten, kaufen. Für die Sonnenblumen. Im Frühjahr wollen wir auch einmal ein Feld mit Rüben machen. Und das haben wir auch schon mal gemacht. Aber schick mir die Fahrgassen jetzt wieder. Wie ihr seht, hier 36 Meter. Ich bin jetzt bei der 1. Wenn ich jetzt hier neben fahre, steht hier die 2, da kommt dann die Fahrgasse rein, dann 3 und dann geht es wieder mit 1. Also im Endeffekt immer 2 normale Spuren und die dritte Spur ist dann die Fahrgasse. Oder von dem nicht gefahren. So. Jetzt wieder zurück. So. Hat die Bauer ein bisschen. Genau, weil die Einzelkorn wird auch eine Horsch werden, weil die 12 Meter hat. Deswegen den Fahrgassen immer am besten. Spare ich mir wirklich, wie schon mal öfters gesagt, die halbe Bahn. Können wir mal wegmachen. Haben wir jetzt schon gemacht. Also 8 Hektar. 9, nicht ganz 9. Und insgesamt 18 Hektar. Ach, 18 Hektar die Stunde im Durchschnitt. Denn irgendwann überlegen, noch was für Felder, wie gesagt, so was hier auch auf der Ecke liegt. Wie gesagt, hier ist jetzt eine Fahrgasse wieder. Aber es gibt ja halt genügend Videos, die richtig groß sind, erklären.
kleinere Felder, sagen wir mit einer 3 Meter drinne, dann müsste man eine Spritze oder 3, 6, 9, nach 4. Da wäre dann eine 9 Meter Spritze oder so. Oder 9 Meter Düngerstreuer. Weil quasi alles, was ungerade Zahlen hat, funktioniert wunderbar ohne Halbschaltung. Alles, was gerade Zahlen hat, muss man eine halbe Bahn fahren, damit es passt. Mal Tempomaten rein. Hallo. Da jetzt sehr lange Bahn hier. Und ich hatte eben zum Anfang ein Problem, da das Großsüdfenster nicht da war. Bin ich mal gespannt, ob er beim nächsten Mal speichern da ist. Oder wenn man es abhängt und wieder anhängt. Dann haben wir das erste Jahr hier in Kandelin rum. Dritte mehr Herbst. Was vielleicht noch machen? Grapsfelder spritzen? Die beiden, das könnten wir noch machen. Wirklich die Feldarbeit vorbei. Nämlich ziehe mich gleich mal ein bisschen gerade, so. Hol die jetzt hin, hol die hin. Hol. Auch mehr jede zweite Bahn nehmen können. Das wäre besser gewesen. Oh, jetzt soll's. So geht's ja auch. Oh, dann machen wir nächstes Jahr mal drüben mit. Da habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht irgendwie eine Mitte am Feldesrand machen und die dann erst da wegholen. Dass man vielleicht mit dem Rübenroder immer gleich entladen kann. Theoretisch kann ich hier auch mit GPS fahren und mit der Spritze.
könnte genau den Kurs hier einfach nehmen. Schade ist, dass er halt keinen Spurenreis hat, sonst könnte ich einmal eine Bahn außen rum fahren, ohne zu drillen, und mit dem Spurenreiser mir markieren, wo ungefähr die zweite ist. Da habe ich mal so einen Anhaltspunkt von der zweiten Spur. Die Lampen hat ja eine. Die Lampen solitär. Aber keine Düngefunktion. Das hat der Döse. Aber so, liebe Leute, das war's dann auch erstmal. Ich werde es hier fertig machen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.